Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal mit euch einen Apfelstreuselkuchen backen. Jetzt bereiten wir den Teig für die Streusel und für den Boden gleichzeitig zu. Wir brauchen 490 Gramm Margarine, 330 Gramm Zucker, eine Prise Salz und 2 Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen abgeriebene Zitronenschale und 740 Gramm Mehl. Das Ganze verknetet ihr jetzt. Und so sieht dann der fertige Teig aus. Dann legt ihr euch eine Form mit Backpapier aus und nehmt ungefähr die Hälfte vom Teig und verteilt die als Boden in der Form. Die andere Hälfte brauchen wir dann als Streusel. Damit haben wir jetzt den Boden fertig. Jetzt brauchen wir Äpfel, die halbiert ihr, entkernt und schält sie. Dann schneidet ihr die gewölbte Oberfläche etwas mit einem Messer ein. Und dann legt ihr die Äpfel mit der Wölbung nach oben auf den Boden drauf. Jetzt nehmt ihr den restlichen Teig und verteilt ihn als Streusel oben drauf. Dann backt ihr den Kuchen bei 200 Grad ca. 45 Minuten. Ich habe den Kuchen jetzt schon mal angeschnitten und so sieht der fertige Kuchen dann aus. So meine Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und gutes Gelingen. Tschüss!